Hallo Leute, heute in einer Technik in 5 Minuten. Das PV-Feld, was ihr hier unten hinter mir seht, wie viel Ertrag bringt das? Das zeige ich euch jetzt. Und dann im Anschluss kratze ich hier ein Modul hier frei. Das mache ich hier frei. Und schauen wir uns an, was bringt das, wenn ich ein Modul vom ganzen String hier frei mache. Bringt das was? Bringt das nichts? Dann schauen wir uns einfach mal an. So, und was bringt's? Also, 41 Watt, 31 Watt. Zur Info, mein anderes Feld speist gar nicht ein, das sagt erst ab 150 Volt speist ein. So, jetzt speist er hier auch nicht mehr ein. Und genau das möchte ich jetzt sehen, wenn ich jetzt hier aber ein Modul wegmache, was macht er dann? So, haben wir hier so eine lange Stange organisiert, in der ich jetzt hier das alles hier so runter. Runterkratzen kann. Also das dauert jetzt ein bisschen, weil das stark eingefroren ist. Da brauchen wir am besten auch zwei Hände dazu. Also ich zeige euch, wenn es fertig ist. So, ich so mit der Leiter hier oben, damit ihr seht, wie schön sauber das jetzt ist. Und der Rest ist natürlich noch komplett voll. Alles hier voll, bis auf dieses eine Modul. Und jetzt schauen wir uns an, was das bringt. Ja, leider hat dieser Einfluss hier keinerlei Effekt. Andere Anlage ist auch tot. Er hat leider keinen positiven Effekt, so wie ich es mir erhofft hätte, dass wir jetzt hier auf 200 Watt stehen haben. Und das ist das Problem mit den Strings, wenn alles verschattet ist und einer nur erzeugt. Schade. Also eins abkehren bringt nichts. Ja Leute, ein Modul nur abkehren bringt nichts, also man muss schon wahrscheinlich alle abkehren, sag's euch ganz ehrlich, ist aber eine gefährliche Geschichte. Erstens, dass ihr runterfällt und zweitens, dass ihr das Modul irgendwie zerkratzt oder irgendwie einen Riss reinmacht hier in die Oberfläche, ins Glas. Ja, in diesem Sinne, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, dass sowas nichts bringt. Könnt ihr bleiben lassen, könnt ihr auf der Couch sitzen bleiben und warten, bis wieder ein neuer sonniger Tag kommt, wo alles abgetaut ist. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und hier oben dürft ihr abonnieren. Hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Und jetzt auf Wiederschauen. Tschüss.